Dann gehen wir mal mit dem Hetzer rein. Mal was anderes. Jo, das ist doch gut. Halte ich mich erstmal ein bisschen zurück. Ich finde, der Hetzer sieht richtig cool aus. Wir gehen mal rechts mit rum, da fahren nur leichte Kisten lang. Komplett offen. Ist natürlich mutig, hier so rüber zu fahren. Wumms. Brauche aber eine Ewigkeit zum Nachladen. Komm raus da. Erwischt! Wir haben uns eine Kette abgeschossen! Nein, das ist natürlich das Schlechteste, was passieren kann bei einem Jagdpanzer. Aber der hat so einen Wumms, 2 Kills, 1 Hits. Das schon ordentlich. So. Dann. Haben wir denn noch so? Den russischen Jagdpanzer. Tier 5 ist das, glaube ich. Oder? Das müsste ein 5er sein, ja. Auch nicht schlecht, der Kloss. Der Klotz. Fahren wir hier. Links rum. Fahren wir nicht ganz außen rum. Wir halten uns hier. Wir stecken uns hier in den Busch. Wir hoffen darauf, dass hier einer ordentlich spotten fährt. Was nicht der Fall ist.
Aber jetzt schon vorfallen von hinten wäre zu früh. Da kommt keiner, ne? Kommt keiner. Da kommt der Spotter. Den sehe ich nicht. Kann ich auch nicht sehen. Einen Schuss hier abgefeuert. Vorrücken, locken wir den noch vielleicht aus seinem Versteck. Nee. Der hat sich einfach viel zu langsam gedreht. Hetzer auch Niederlage. Okay. Da möchte ich aber trotzdem mal kurz die Details zu sehen. Nicht schlecht. Wir gehen doch mal mit dem Hetzer rein. Und sind wieder zufrieden. Und das ist eine hervorragende Hetzer-Map. Fahren wir nach oben? Ob das die optimale Position ist. Ich bin sonst immer die 1er-2er-Linie ist so für Jagdpanzer so die gute Linie. Die sind ja schön getarnt. Auf geht's! Ja, wir fahren mal hinten über den Berg. Ja, guck nicht so. Sehe ich sogar. Verdammt.
Der hätte meiner sein können. Hätte, hätte. Fahrradkette. So. Das Problem ist, wenn ihr jetzt alles so in der Mitte abspielt, sehe ich natürlich gar nichts. Das ist gut. Wir hätten weiterfahren sollen. Jetzt haben wir das zeitmäßige Problem, dass wir nicht als erstes oben sind hier. Da wir ja eh nicht unbedingt der schnellste Panzer hier sind. Oh. Da ist eine rote Linie. Das immer irgendwie, wenn ich hier hochgefahren bin, vor der Seite gekommen. Oh Gott, oh Gott. Vorsichtig. Gesehen. Jetzt habe ich ihn ganz verloren. Okay, diese Runde sieht sehr gut aus. Allerdings ohne groß unser Beitun. Ohne unsere Hilfe. Jetzt aber auch noch ein bisschen Action. Kritischer Treffer! Schieß! Oh. So, mein Freund. Wo bin ich? Wo bin ich? Nur... Hier bin ich. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So. Das war's dann auch gleich schon. Da hinten ist noch irgendwo eine Arti. Aber der versteckt sich. An die AT komme ich glaube ich auch nicht dran. Die war hinter den Zügen. Ne?
Scheiße. Da war sie. Gott sei Dank. Endlich mal wieder eine Runde gewonnen. Und wir haben sogar einen Kill gemacht. Oh, boah, der Marder auf unserer Seite. 5 Kills. Nicht schlecht. Jo. Es gab dann auch mal wieder ein bisschen was. Und nochmal 25.000 als Belohnung für diese Quest. Gut, damit reicht's aber auch für heute, für diese Aufnahmesession. Und ja, wir machen nächste Mal weiter, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Oder in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüss.